So und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Forza Horizon 3. Zur vierten Folge vom Car Battle. Wieder mit dabei ist mit natürlich. Woo! Der Silas ist das zu, außerdem, damit ihr es wisst. Ja. Heute fahren wir mal Deutsche Ingenieurskunst und zwar fahre ich den Mercedes C63 AMG Black Series in Mattschwarz. Und der Silas fährt den BMW M4 GTS, auch ein nettes Teil. Und heute gibt es wieder mal 5 Punkte zu holen. Letztes Mal waren es zwar 6, aber gut, das war eine andere Sache. Und mit dem Drag Race geht es heute mal los. Und ich glaube, das sollte meiner nicht so schlecht sein. Kannst du mir mal kurz die Krone geben, falls ich die nicht habe? Das wäre nett. Ja, ich komme mich gerade zum Rennen hin. Das ist 2 Minuten. Ich will da hinfahren. Oh ja. Ach so, ja, ich komme wieder zurück. Warte gut. Ich fahre einfach hin. Ist mir egal. Ja, dann wartet ihr. Wie viel Kilometer ist ja nichts. Ich dir die Krone. Dieser AMG V8. Da. Dankeschön. Ach, der hat einen V8. Der Wagen natürlich als Sauger gelassen und kein Turbo aufgeklatscht. Das macht man nicht. Jetzt kann ich sagen, was? Wer hat das gesagt? Meiner ist Turbo. Ja, gut, aber das ist halt ein M4 auch so, ne? Ja, ist Turbo. Mit einem süßen 3 Liter Hubraum. Ich habe das Doppelte. Sogar noch ein bisschen mehr. Ich habe einfach immer 5 Bar Ladedruck, was tut's denn? Ich hab 0 Bar, ja. Oh, so viel Druck auf dem Motor, oh nein. Oh, nicht mehr schlag mich. Ui. Hubraum versus Turbo ist das jetzt hier. Schwarz gegen Rot. Rot gewinnt. Rot ist die Farbe der Liebe. Die Farbe des Blutes. Ja. Diese Sprünge, Alter. Da waren so, ey, willst du mich verarschen? Was schwerst du denn da? Da kommt ein Känguru. Oh nein, das ist nur Fabian. Sie haben ihr Ziel erreicht. Jetzt sie haben ihr Ziel erreicht. Das ist ja wunderbar. Oh ja, schade. Das wollte ich schon immer wissen, Anna. Erkenntnis meines Lebens. Sie haben ihr Ziel erreicht. Dein Ziel hast du erst erreicht, wenn du 1 Million Abonnenten auf YouTube hast. Hab ich ja morgen. Hat man ja mal so. Endlich ganz. Da fehlen nur noch 999.000 irgendwas. Na, wer weiß. Vielleicht bekomme ich irgendwie so einen mega harten Push und dann so einfach so 500.000 Abonnenten. Man weiß ja nie. Ja. Von wem sollst du gepusht werden? Du bist so dick, dich kann niemand pushen. Dann wird das ja auch. Ja, was ist scheiße, Alter. Frau Schmidt. Sie, ich glaube, die guckt gesagt, hast du den Namen gesagt? Stell dir vor. Oh, stimmt. Oh. Stell dir vor, die guckt mir dem Video. Wer kriegt jetzt aber eine 6, der Fabian? So geht das nicht. Wer nennt mich hier fett? Ich muss es mal piepen. Piep, piep. Na, Geschwindigkeit sollte zu vorne sein. Ja, jetzt. Fahr ruhig scharfe Kurven. Hab ich nichts dagegen gemacht. Das bringt dir eh nichts, Silas. Deine Karre ist zu langsam. Ja, warte ab, bis auf die Rennstrecke kommt. Diese 0,2 km/h auf 1 Kilometer und ein bisschen was. Naja, der ist gut für den Mercedes. So gehört sich das. Na, BMW. Aber bremsen da glaube ich nicht an meinen Wagen. Na warte, ich bin kein BMW-Fan. Ja, Moment, ich sehe BMW vor Mercedes. Ich eigentlich auch, außer jetzt so einen dicken AMG. Ist natürlich auch geil, ne? Ja, ich finde optisch nicht so sexy, finde ich ein M4 doch. Na, jetzt kommt der Bremstest. 250 oder wie viel machen wir? Okay. Ist dein ABS an? Nein. Aber das werde ich jetzt machen. Ich habe im ersten Gang nicht mehr Wheelspin, ey. Einsteigen, Schwierigkeitsgrad, ABS an. Abs. Ja, bei dem zweiten Gang ist nicht so. Alter, soll jetzt vom zweiten und dritten schalten, ey. Mit der Wheelspin. Ja, jetzt findest du es wieder noch ganz lustig, wenn wir gleich im Rennen sind und dann beim Rausbeschleunigen findest du es nicht mehr so geil, wo man da kurz Wheelspin hat. Dann kommt direkt das Asch rum. So perfekt, 250.
Auf dem Kamera, genau. Ja. Tschüss, Mercedes. Ich glaube, das war ziemlich knapp. War schon eng. Also da passt kein Haar dazwischen. Nee. Auch nicht Frau Schmidt. Die passt hier wirklich nicht dazwischen, Alter. Gelogen. Ja, ich hab's vermutet. Ja. Man sieht es, glaube ich, relativ deutlich, dass der BMW ein bisschen besser gebremst hat. Ich habe die Serienbremsen drin, ne? Ich kann die auch nicht ich ändern. Ich nicht. Also, du hast sogar noch verbesserte Bremsen, also Mercedes, ne? Also, der Wagen ist komplett leicht. Guck mal bitte auf deinen Motor. Der Typ hat zwar gute Arbeit geleistet, aber bei den Bremsen haben sie gespart. Ja, 1-1. Ich muss mein ABS wieder ausmachen. Oh Mann, das war so langweilig, Silas. Ne? Ich wollte dich gerade rammen von hinten. Und in dem Moment, wo ich dich gerade rammen will, bist du unsichtbar. Genau in diesem Moment. Er machte beim Topf nicht zu viel Hoffnung. Der hatte im siebten Gang noch... Ja, kommt noch was. Ich brauche noch fünf Gänge oder sechs, glaube ich. Das brauche ich gar nicht. Aber reicht, glaube ich, auch, denn. Ich brauche halt nicht mehr, ne? Werde ich wahrscheinlich trotzdem schlagen. Na, voll mit. Ich mal weil es ist halt der fucking C-Klasse, die läuft auch nicht was. Mein M4 ist auch nicht schlecht, aber nicht ganz so gut. Ja, nachdem ich jetzt einmal verpeilt habe, das zu speichern, das ABS ausgemacht habe, komme ich jetzt zurück. Ich komme, hey, hi, hi, na, wie geht's dir? Guten Tag. Also mir geht's ganz gut. Und dir? Mir geht's super. Achtung, ich habe angefliegt. Angefliegt? Jetzt ist sie mir rollen. Frau Schmidt. Was hast du den Namen gesagt? Ja, hab ich schon zweimal gemacht, aber gut. Jetzt guckt die eh nicht her. Weißt du überhaupt, was YouTube ist, die Alte? Weiß nicht, aber wo jemand zu einer Klasse oder in der Schule guckt das und zeigt das an Frau Schmidt. Wahrscheinlich. Und dann hast du eine Klassenkonferenz. Wegen Mobbing im Internet. Das ist kein Mobbing, das ist die Wahrheit. Ja gut. Da gebe ich dir recht. Du hast den Fisch, glaube ich, beim letzten Mal gar nicht eingeblendet, wo wir über sie gesprochen haben, oder? Den Fisch? Vergleich. Haben wir doch gesagt, wie die aussieht und wir wollen es ja nicht. Ach so, den habe ich nicht gemacht. Das ist ein Fisch. Dann mach's jetzt. Ich schicke dir gleich per WhatsApp und dann fügst du diesen Fisch jetzt hier ein. Genau, jetzt! Also das war als das hier Kommentar im Video, erstmal Video disliken. Ja, weil kein Fisch drin ist. Oh, scheiße. Was gerammt. Das war gar nicht gut, aber sollte doch trotzdem reichen. Mein Auto ist kein Top-Monster. Ich denke mal so um die 5 bis 10 km/h verschenkt. Durch den Crash. Oh, jetzt kommt nochmal halt hier. Ja, komm schon. Ja, noch mehr. Oh, 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 oh. Oh. Ja, das ist so gut, finde ich. Bin nicht zufrieden. Ich bin zufrieden. Ich habe jetzt gerade mal weniger geschafft bisher als die Angabe bei Autotune. Ach, jetzt auch mehr. Ach, du Opfer. Ach, du Opfer. Auch wenn du es jetzt mehr geschafft hast. Ach, du Opfer. Ja, ist echt nicht so viel, finde ich. Also sollte, glaube ich, reichen. Bin ich denn, wundere ich mich arg, Alter, wenn du noch mehr geschafft hast. Trotz meines Crashs. Ich weiß was, ich höre schon. Siehst du das, wenn du mehr geschafft hast als ich? Dann blende ich auf den Fisch ein. Okay. Den blendest du so oder so ein? Nö. Doch. Warum? Wer will so einen hässlichen Fisch sehen? Nee, die wollen sehen, wie die wollen sehen, mit deiner Lehrerin aussieht, also fügst du einen Fisch. Nein, das ein. Kann ich aber nicht machen. Das ist nur ein Fisch, mehr ist es nicht. Uiuiui, that breaks. Warte, ich komm zurück. Ja, ich warte auf dich. Na ja. So sieht das. Ich habe geschafft 344. Ha! Ha! Hast du eh nicht. Ha, 46. 346. Bitch. Echt? 2 km/h mehr, ja. Wie viel Leistung hast du denn reingeknallt in das Ding? Das Ding ist Bombe. Du weißt, ich habe 1,5 Stunden ein Setup verbraucht. Mit Tune plus Einstellung und hast du nicht gesehen. Irgendwie habe ich es mal gesagt. Allein das Fahrwerk, weil das ist ja ein Golat-Fahrwerk.
eingestellt. Ich habe an Leistung 434 kW. Ach, Leistung. Ich gucke mal, hä, wie viel kW hast du? 434. 449. Ah, trotzdem, Alter! Ja gut, der Crash war halt blöd bei mir, ne? Du hast auch Rennenreifen, das ist Verschwendung bei der Karre, die brauchst du bei S1. Ne? Ah, naja, sag's ja nur. Ist Verschwendung damit nachher gleich? Ja, vor allem bei der M gewonnen? Ja, war Verschwendung. Nein, Spaß. Dann mal gucken. Mein Auto ist super nicht gut, deswegen dürfte ich. Du jetzt 2-1 für den BMW. Und das erste Rennen darf wieder mal ich aussuchen. Finde ich auch ganz gut so eigentlich. Ich weiß, glaube ich, was wir nehmen. Ich nehme Goliath. Nur dafür ist mein Setup gemacht. No. Natürlich. Ich nehme, was auf Blizzard Mountain oder so. Hast du Schneereifen drauf? Nein. Das haben wir beide verkackt. Ich habe Rennreifen, ja. Das muss reichen. Da hätte ich ja sogar noch bessere Traktion. Ich habe ja nur Sportreifen, die haben mehr Profil als Semi-Sticks. Dann machen wir mal aber das. Aber im Endeffekt verkacken beide Reifen. Ich hoffe, ich werde mich auch nicht selber abschießen. Nicht? Kein Suizid. Hatte ich jetzt eigentlich nicht vor. Ich wollte gerne noch weiter YouTube machen und weiterleben. Aber ne, wenn morgen ein Video mehr kommt, wisst ihr Bescheid. Wäre lustig, wenn das morgen kein Video kommt. Denn morgen wäre dann für euch, wenn die Folge rauskommt, morgen wäre Samstag. Kommt eigentlich immer vor, Zarton. Mal gucken. Morgen ist Samstag? Also bei mir ist morgen. Nein, wenn das Video für die Leute rauskommt. Samstag. Ich weiß. Ich bin noch nicht blöd. Ah, da bin ich mir aber nicht so sicher. Also manchmal kommt da schon ziemlicher Dünnschiss raus, da oben. Ja, und bei dir nicht, oder was? Ja, unten kommt auch manchmal Dünnschiss raus. Nicht nur oben. Ja. Aber im Magen-Darm kommt auch unten ein bisschen Dünnschiss. Reicht dir das? Bitte keine Einzelheiten. Der fehlt ein Punkt, deswegen bis dort 2 km/h langsamer. Richtig. Also ich. Selber schon. Ich predige es jedes Mal, nutze deine Punkte aus. Nein! Hat da jemand Traktionsprobleme? Kollision sind es, glaube ich, an, oder? Weiß ich nicht. Ich glaube schon, aber mach dir gleich aus die Kollision. Wollen wir ausprobieren? Das ist gut. Wow! Als ob! Ich gucke jedes Mal so! Ich bin da noch nie gegengefahren in die Wand. Noch nie! Ich bin ja schon locker 15 bis 20 Mal gefahren. Sehr gut, Fabian. Also für Superhaus ist mein Fahrwerk besser als Mercedes. Was ist besser als Mercedes? Porsche? Ja, was ist besser? Ja, Porsche ist einfach der Beste. Porsche ist auch nicht. Vor allem Tosser ist natürlich so ein ziemlich Gamdiger, ne? So eine Gamdige C-Klasse. Also meine Favoriten ist BMW, Porsche, Audi und ganz wichtig ist Opel, Kia. Mercedes. Nee. Aber Opel ist und Citroën. Ich mag Mercedes echt nur die G-Klasse. G500, G500 hoch 2. Oh. Ich glaube, den hat einen G500, ne? AMG GTR und so, aber alles andere finde ich echt bei Mercedes schon hässlich. Achso, beim Rennen gewinnt natürlich der als letztes ins Ziel kommt. Kann er bremsen vom Ziel, ne? Natürlich der als erster ins Ziel ist. Ne, wirklich. Nee, der dritter ist. Ja, der rückwärts ist Ziel, ja. Das kann ich sogar machen. Mit dem Vorsprung, was ich jetzt gerade hab. Kannst du jetzt rückwärts fahren, Ziel das, ne? Reicht auch. Nee. Das ist so eine Scheißkurve, Alter. Noch nie gegengefahren, außer wird gerammt, das kann sein. Oder so. Wenn irgendwelche Lambo-Motoren kommen, aber ohne Lambo an sich. Bis ich so ein Pontiac und Lambo-Motor oder ein Gurkha oder irgendwas. Oder ein Dart Hemi. Was? Ist der schnell? Das sind einfach richtig kleine Piep. Schöner alter Ami und was machen denn V12 Turbo, Twin Turbo da rein. Solche Leute gehören einfach
Pow, pow. Und bam, Junge. Aber auf solche Menschen schon wollen wir jetzt nicht am Ende. Wie ich mich bei der Handbremse elegant gedreht habe. Gut. Ich würde sagen, damit geht der Punkt auf jeden Fall an mich. Ja, also war eng. Wie der Bremstest, der war auch ziemlich knapp. Was noch eng ist? Darauf haben wir es nicht eingehen. Ich wollte sagen, das muss jetzt nicht unbedingt sein. Das lassen wir jetzt mal. Sind Sie schon mal, hä? Was wollt ihr denn? Gib mir die Krone. Gib's mir, Fabian. Dann gebe ich dir jetzt mal die Krone, leider. Ist echt schade, aber. Gib's mir, los. Gut, was nehme ich denn mal? Was nehme ich denn mal? Aber beide sehen auch beide wirklich sehr aggressiv aus, finde ich. Die ich habe extra Felgen aber genommen, die ein bisschen an den an die Alpina-Felgen erinnern. Aber ich finde das Rot beim MP-GTS nicht so gut, aber die Strecke ist cool. Ist Geschmackssache. Oh, Rot ist mir, Alter, der krasse Abarth. So ein langes Wort, was nur aus zwei Buchstaben besteht. E-S-S-E-E-S-S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 -S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 -
Nicht in dieser Aufnahme. Das war eine Aufnahme vorher genauso. Mit dem B1 und Lateral. Das ist nämlich ungefähr 10 Minuten hier vor entstanden. Das ist mega creepy, Alter. Creeps. Ne, diesmal hat die Kurve perfekt genommen. So. So, wieder habe ich einen 48er gefahren. Steht immer noch 51 da. Das backt mega rum. Macht nix, ich bin nicht mehr bei 48, da bin ich schon weit drunter. Ich weiß nicht mehr genau, was ich da war. Also wenn es eine 48er Zeit ist, dann bin ich sowieso besser. Könnte eventuell am Setup liegen. Und am Fahrer. Und am Auto natürlich, weil BMW einfach besser als Mercedes ist. Nein, ich will jetzt hier niemanden haten oder so. Aber ich glaube ja dem, dass er sich das immer die Wahl, welchen Wagen er nimmt. Das ist jemand den besseren. Nee. Auch wenn der BMW deutlich schlechter gewesen wäre, hätte ich den BMW genommen. Einfach weil er besser ist. Oh, jetzt bin ich schon gekommen. Nein, komm schon. Oh, ich bin exakt dieselbe Zeit, glaube ich, nochmal gefahren. Ja. Das backt wieder rum. Ich glaube, ich bin dieselbe Zeit. Nee, bei mir nicht. Du bist jetzt sogar nicht mehr. Zeit. Ja. Da bin ich aber besser. Ja. Aber ich finde, ich habe mich trotzdem für den Mercedes ganz gut geschlagen. BMW ist einfach besser. Haben wir jetzt bewiesen. Ist halt ein M4 GTS, ne? Dann ist auch schon. Du fährst und siehst dann, dass die AMG Black Series. Allein schon die Bremsen. Wenn ich eine Kurve anbremsen mache, dann sieht man, ne? Tja. Ja, BMW ist besser. Wer hätte es erwartet? Da steht es jetzt, glaube ich, 4-1. Kann das sein? Was ist BMW nicht besser? Je nachdem. Offroad. BMW hat keinen Offroader. Nur SUVs. SUVs sind keine Offroad-Fahrzeuge, nicht im Ansatz. Da, also Mercedes hat gute Offroad, das kann man nicht sagen. Also die G-Klassen allesamt finde ich geil. Und halt SLS, AMG, GTR und so. Ja, aber C-Klasse, schlecht. S-Klasse, E-Klasse, A-Klasse, B-Klasse, das ist einfach alles ugly as fuck. Vor allem sieht bei E, S und C fast alles gleich aus. In den letzten Jahren so, einfach langweilig. Naja, aber wenn es am längsten, was ich, ein BMW M2, M4 und M6, ist auch nicht so übertrieben unterschiedlich. Die sehen sich auch schon relativ ähnlich. Ja, nein. Aber zumindest M4 und M6. M4 und... Nein. Also du musst mal bei Mercedes gucken, die, wenn du jetzt eine C-Klasse, wenn eine C-Klasse Entfernung kommt auf 100 Meter, eine E-Klasse und lass es nur die beiden sein, die kann sich unterscheiden. Wenn du jetzt die beiden neuesten Modelle nimmst. Das Beispiel. Die letzten 3-4 Jahre bei Mercedes finde ich ziemlich langweilig. Da es gleich ist und es ist hässlich, meiner Meinung nach. Und da es gleich ist, bleibt es hässlich. Meiner Meinung nach. Aber jeder hat so eine eigene Meinung. Da will ich auch niemanden jetzt irgendwas hier. Ich muss sowas wegfahren, weil der Transit, der nervt mich. Ich hab da Angst vor ihm. Ich will irgendwo anders stehen. Guck dir die brutale Front an, er will dich auffressen. Lecker. Geht nochmal in den Drohnenmodus. Ja, BMW ist halt. Das B in BMW steht für Beste. Also genauso beste Motorenwerke. Nicht beste bayerische. Motorenwerke. Warum auch? Macht doch keinen Sinn. Und der Burnout, den du machst, der ist wunderbar. Ist geil, ne? Ah, hier, jetzt kommt hier ein Toyota an. Boah, Alter, guck mal das Ding an. Ein weiß. Alter, geblitzt mit 300 km/h. Nee, leider nicht. Ja. Dann bedanken wir uns bei euch fürs Zuschauen und hoffen, dass wir uns auch in der nächsten Folge wiedersehen mit neuen Autos, die auch, glaube ich, wieder ziemlich geil werden. Na, man weiß nicht, was es wird, man munkelt, es könnten wieder was so aus dem Hause Mercedes oder BMW sein, wer weiß. Das erfahrt ihr erst in der nächsten Folge. Und dann würden wir sagen, tschüss!